Okay, das war dramatisch. Wie lange Tombstones Kräfte jetzt wohl inaktiv sind? Wohl nicht lange genug. Aber gute Arbeit fürs Erste, Pete. Wir können stolz auf uns sein. Schön, dich zu sehen. So, jetzt hat er noch einen neuen Haken, eine neue Mission. Aber ich habe noch keine weitere Kiste. Was ist in der Kiste? Ich wette jetzt bestimmt wieder eine Sammel. Komm. Es darf wetten, wir eine Sammelquest werden. Wette ich drauf. Ich wette es. Aber egal. Juhu. Das Herd ist da mir schon weg. Jetzt haben wir das Tombstone wieder. Jetzt ist Tombstone im Ding. Wir haben Schocker ist weg. Fisk ist weg. Und dafür kommen neue. Eine Gruppe Terroristen ermordet amerikanische Bürger bei einem Bombenanschlag. Wie ist es möglich, dass diese maskierten Verbrecher nicht ausgelöscht werden, sondern noch auf freiem Fuß sind und nach wie vor Unschuldige wie Oscorp-Finanzvorstand Charles Standish in ihrem Zuhause angreifen? Wie? Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Ja, mein Kommissar ist Gefängniswärter. Er meinte, die verhafteten Dämonen reden nicht. Sie machen dicht. Reden nicht mal mit ihren Anwälten. Das verstärkt Befürchtungen, die ich zu diesen Dämonen hatte. Das sind keine normalen Verbrecher. Vielleicht nicht mal normale Terroristen, obwohl sie definitiv Terror verbreiten. Aber das sieht mir immer mehr nach einem Kult aus. Soll das ein Witz sein? Diese Leute sind wahnsinnig. Die sind unberechenbar. Schrecklich, nicht wahr? Heißt das, wir müssen in Angst leben, ständig über die Schulter schauen, jederzeit mit einem Attentat rechnen? Wenn Sie mich fragen, dann lautet die Antwort ja. Yeah. Ja gut, die sind auch echt hart, die Dämonen. Aber zum Glück haben wir denen schon ganz schön Schaden zugefügt. Aber auf der Straße machen sie gar nichts mehr. Und Lagerhäuser haben die auch nicht mehr. Also wir haben ihn schon ganz schön. Martin Lee haben schon ganz schön Probleme bereitet. Sieht militärisch aus. Schräg. Ist doch von Silver Sable bestimmt, oder? Spider-Man, du hast einen Aufklärungspunkt gefunden. Wer ist da? Falsche Frage. Die richtige lautet: Kannst du meine Bomben entschärfen? Der rätselhafte Mann hat in der ganzen Stadt Aufklärungspunkte verteilt. Jetzt kommen die. In der Stadt heraus von Aufklärungspunkte, schließe ich heraus von ab, um heraus von uns Marken zu verdienen. Ja, bitte. Ach du Elend. Ach du Scheiße. Achso, warte. Ist das hier eine Herausforderung? Ach, Bombenherausforderung. Achso, okay. Warte. Dann natürlich erstmal die. Dieser Computer zeigt Bomben im gesamten Viertel. Und sie gehen gleich hoch. Beeilung jetzt! Ich muss die Bomben schnell entschärfen. Nein. Hallo? Wie mach ich das? Ach, wo? Okay, die hier wäre geschafft. Oh Gott. Das müssen wir normal machen. Vielleicht kriegen wir überall Gold, das wäre schon ganz geil eigentlich, weil ich ganz gerne die da raushauen, das würde ich ganz gerne haben will. Oh nein, ich habe L1 gedrückt. Ich habe L1 gedrückt, ich habe die falsche gedrückt. Scheiße. Soll ich auch nochmal machen eigentlich. Egal.
Hallo. Landen. Ja, genau. Hallo. Oh, Alter. Okay. Hätte besser sein können. Oh, sind das wieder? Das geht noch voll hin. Scheiße. Wir müssen schon höchstwahrscheinlich alle haben, weil das wäre schon ganz gut. Brauchen die ja wegen den ganzen Verbesserungen. Deswegen machen wir alle. Ich muss die Bomben schnell entschärfen. Ja, ja. Mein Netz hat das ganz gut abgedämpft. Na gut. Wo ist die letzte Bombe? Ja, und wie Leute jetzt 1600 erreichen? Dann müsste ich ja pro Ding 1200 Gramm ist ja pro Ding. Ja, was soll denn das jetzt? Geht so. Ich hoffe, der Psycho denkt jetzt nicht schlecht von mir. Ich sollte bestimmt 12.000 erreichen. Gute Arbeit mit den Bomben, aber nicht beim Werfen. Du wirfst zu ungenau. Ist das irgendein krankes Spiel für dich? Spiele sind für Kinder. Ich bin Profi und werde auch so bezahlt. Dann verschwendet dein Kunde sein Geld. Manchmal sind Informationen mehr wert als Geld. Und ich habe viel von dir erfahren. Und dann bin ich jetzt ungenau. MJ, was hast du über Isaac Delaney rausgefunden? Sieh dir das Bild an, das ich geschickt habe. Welcher ist Delaney? Ich weiß es nicht. Vielleicht musst du zur Party, um es herauszufinden. Wie gut, dass ich schon ein Kostüm habe. Den werfe ich zu ungenau. Das sind mir, das interessiert mich. Wie kriegt man da so viele Punkte? Muss gehen. Allein mir zu sagen, ich zu ungenau werfe. Hm. Ja, vielleicht doch nicht einfach irgendwo hinwerfen. Schnell, die Bomben können gleich hochgehen. Da muss ich die irgendwo reinwerfen. Dann läuft die mal Richtung Wasser. Ja, danke. Danke. Danke, ja. Ist das hier verarschen? Ah ja, ist ja gut. Ey, was ist mit Steam eigentlich immer? Ja, da war ja nicht hin. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Sekunden. Ist es schlimm, dass ich besser abschneiden wollte? Okay, keine Ahnung, wie man das erreichen soll. Zeitbonus.
Bombenbasis, Netzbonus. Muss ich schneller sein? Okay, ja. Ein Versuch noch, und wenn das nicht geht, dann lasse ich das doch. So, ich will jetzt nicht den ganzen Tag damit, verbringen, hier einen dieser Herausforderungen zu machen. Die Bomben entschärfen sich nicht von selbst. Oh. Okay, hier wäre geschafft. Beeilung! Ah, ja, ja, ja! Oh. Hallo, ja, genau! Danke, vielen Dank, aber auch komm, ganz ehrlich. In der Schule. Ich bin immer nur mittelmäßig. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, keine Ahnung, wie ich da jetzt 100. Hier machen sie einfach so. Das werden wie viele? Hier ist eine. In 3 Uhr. Hier die 1 von 3. Hier sind 2 noch 2. Hier sind 2 und jetzt einer. Hä? Wie soll ich das jetzt verstehen? Ich sollte das verstehen. Wie lange darf ich denn mindestens brauchen? Oder ich muss die Bomben schnell entschärfen. Ja, ja. Hallo. Willst du mal wieder? Wenn ich jetzt... Wo ist die letzte Bombe? Yes! Hallo, nie doch! Nahe der Perfektion. So. Ne, wir waren schon 3. Warum? Bin ich jetzt bescheuert? Oder bekomme ich danach erst welche? Na gut, wir machen die jetzt immer einfach alle fertig. Einmalig. Und
gucken wir mal. Gut. Also das, ich dachte schon, musste doch 100% haben. Hätte ja sein können, aber gut. Also das will ich hier wieder für Wahrscheinlichkeit tun. Also will ich das jetzt genau schwingen. Oh, Alter. Ja gut, ob ich den davon alle hab. Wie viele Marken habe ich denn jetzt mittlerweile? Wenn ich jetzt hier was fertig machen will. 3 habe ich. Ja, okay. Boah, erst Marken. Hier brauche ich eine Marke. Hier brauche ich 3 Marken. Da bin ich voll. Hier brauche ich keine Marke. Hier brauche ich eine Marke. Hier brauche ich eine Marke. Da brauche ich eine. Also ich brauche. Ja, es geht aber nicht. Wie Marken brauchst du? Geht aber nicht. Okay. Ich glaube, dass ich, wenn man hier Dinge also schafft, müsste es nachher mehr erreichen. Jetzt müssen wir es am Ende noch normal machen, um dann, wie gesagt, noch ein paar Marken zu bekommen. Aber gut, das hat damit nichts zu tun. Wieso wird mir nicht mehr als einer angezeigt? Das verstehe ich irgendwie nicht. Das checke ich jetzt irgendwie nicht, warum mir da jetzt nur einer angezeigt. Okay, oder vielleicht muss er mir noch was geben. Vielleicht ist es so, Das ist momentan einfacher als. Ich weiß es nicht. Also müssen wir alle fertig machen. Mit dem wird alle fertig. So lange dauern die ja nicht. Aber gerade so mit Herausforderungen nachdenken. Was ist der Anruf von Tante May? Peter, ich habe mit Miles Mutter gesprochen. Sie wäre froh, wenn er hier anfängt. Die arme Frau trauert selbst, will aber für ihren Sohn stark sein. Hallöchen. Sie braucht einfach mehr Zeit für sich. Und er soll sehen, dass das Leben lebenswert ist. Das war ein sehr fürsorglicher Vorschlag, Peter. Ein Vorschlag, der Ben stolz gemacht hätte. Ja. Okay, also die arme, die sind das jetzt schon gesehen. Ja, die haben echt Straßensperren aufgebaut. Haben wir zum ersten Mal nicht gesehen. Bomben dürfen nicht explodieren. Also ist immer wieder das Gleiche. Geschafft. So. Und die letzte. Weg. Hey, schwerer Bösewicht. Darf ich nochmal? Okay, aber das ist ganz witzig. Ich hoffe jetzt nur, dass ich nicht alle mache. Also, erstmal für die 100% jetzt nicht brauche, man die alle. Wenn das jetzt so ist, ne? Und wir werden es schaffen, das gar nicht, dann lass es einfach. Dann lass es jetzt aus. Aber ich finde das wirklich schade, aber. Ganz ehrlich. Ich bin kein herausforderndes Typ. Das sieht nach diesem Bombentyp aus. Nur, dass er diesmal Kameras mit einer Drohne verteilt. Ich sammle die lieber ein und zerstöre die Drohne. Feuerdrohne, die auf ihrem Spinnenkamera, die am Spinnenkameras abwirft. Das Feuerdrohne, die auf ihren Spionagekameras abwirft. Auf ihrem Weg Spionagekameras abwirft, um Bonuspunkte zu verdienen. Okay. Ich muss der Drohne folgen. Hab dich! Thank you.
Nein. Oh Gott. Warten. Nein. Oh Gott. Ja, jetzt. Komm. Ach, du Elend. Hallo. Fuck. Erwischt. Jetzt kriege ich die Drohne. Gut, aber ich kann's besser. Na gut. Nicht schlecht. Du kannst was. Ich kann auch was. Und ich dachte, Werbeanrufe sind lästig. Naja, seine Kameras sind hinüber. Na gut. Nicht schlecht. Du kannst was. Ich kann auch was. Ich ja Taskmaster, da gibt auch mehr Herausforderungen. Er ist eigentlich der einzige, der mir Herausforderungen gibt. Okay, ich werde mal ganz kurz gucken, was kann ich jetzt hier wieder alles freischalten. Damit die Geräte weiter bessern kann. Das hier zum Beispiel. Ich habe schon wieder 5, okay, das muss eigentlich vollkommen reichen. Dann so viele ist jetzt vervollständigen. Als andere habe ich ja genug. Werde in dem. Ja, vielleicht haben wir auch die letzten. Weißt du, was mir an dir gefällt, Kleiner? Du wirst immer besser. Danke, gruseliger Stalker! Nenn mich Taskmaster. Weil du mir Aufgaben stellst? Wie kreativ! Eine Gruppe Söldner verübt in der ganzen Stadt Verbrechen. Diese Söldner sind nicht vielleicht rein zufällig deine Söldner, oder? Nein. Ich weiß nur, dass man sie für ihre Arbeit gut bezahlt. Es sei denn, du hältst sie auf. Was hast du davon? Ich darf zusehen und lernen. Achso, gib jetzt. Jetzt hat er alle. Ja gut, dann würde ich aber sagen, das hier, weil hier schon. Dann gehe ich hier nochmal zurück. Geil. Ah, der ist aber cool. Ah, okay. Und jetzt hat sich das vervollständigt. Oh, zum Glück. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass es dich, dass es daran liegt. Aber gut. Das ist ja cool. Das ist cool. Das ist aber cool gemacht, dass man hier auch nicht so auf Gold sein muss, sondern einfach so machen kann, wie man schafft. Ich finde es immer doof, wenn da steht, ja, du brauchst dann persönlich eine Ausnahme Gold und dann. Aber der Fall, was ich finde, ist, wenn dir so ein Spiel vorschreibt, wie du zu spielen hast. So. Beim Hauptmissionen. Das macht vielleicht ein Speed immer nicht so gerne. Vollständige Synchronisation, aber du willst das und das und so machen. Wo ich das auch nicht immer gemacht habe, weil ich das immer ein bisschen doof finde, weil Hauptmissionen spiele ich immer gerne so, wie ich sie spiele. Mit meiner Eigenart, so. Da bin ich kein Fan von. Aber es ist eine persönliche Meinung. Ich habe auch schon Leute gesehen, die das gerne gemacht haben bei Assassin's Creed. Und ja, das ist auch nicht schlimm, das kann man ganz sehr ignorieren. Aber ich meine noch. Ich muss ja mal wieder Assassin's Creed anfangen. Das war auch geil. Hallo, wie geht's Ihnen? Anscheinend haben diese Söldner einen Roxxon-Chef entführt und in eine Sprengstoffweste gesteckt. Wenn sie dich sehen, bringen sie ihn um. Tick-Tack. Ah, verdammt. Bereit machen, ja, natürlich. Ich muss schnell und leise sein. Magier soll im großen Stil rekrutieren. Thank you.
Der leuchtet mit seinem Licht rum. Das könnte gefährlich sein. Komm mal kurz her. Er guckt weg. Hey, du bist hier ganz alleine. Tschüss. So. Sicher. Sabel, aber nicht mehr. So wie mein Ansehen. Beeindruckt. Und doch klingt es, als wolltest du mich töten. Noch nicht. Ich kann noch so viel lernen. Okay. Wenn du mich nicht töten willst, dann lass es doch bleiben. Jetzt haben wir eine Kampfherausforderung. Hier haben wir 2 von 2. Hier haben wir 2. Hier haben wir auch 2. Hier haben wir eine, haben auch eine. Hier haben wir eine. Also gehört noch zu dem. Achso, es gehört noch zu dem. Okay, hier haben wir eine und haben wir eine. Okay. Na gut, wir haben einfach alle freigeschaltet. Cool. Da können wir gerne ein bisschen üben. Das ist auch ganz geil. Dann werden wir gegen Söldner kämpfen. Aber warum? Warum macht er das? Ein sehr interessanter Bösewicht. Okay, muss wieder leider bleiben, ne? Ist die Geisel tot? Oh. Nein, das will ich ja nicht. Ach, hier gibt's auch... Oh, was haben die denn für Laser? Die haben anderen Laser. Nicht so. Erstmal ihn hier. Ich hasse Sniper. Ich meine, ich darf so wenig entdeckt werden, aber was denn? Wollte ich gar nicht. Nein. Oh, fuck. Wo ist der? Hallo, wo ist der? Da. Nein, du guckst dich da, dein Freund. Ich bin's dir gleich ab. Nein. Nein, oh Gott. Einmal, ja, das war einmal geplant. Gefahr. Ich hab nicht gelesen. Gefahr! Gefahr! Besser. Zum Glück gibt es das Ding. Ich muss schnell und leise sein. Ich muss schnell und leise sein. Hey. Weil letztendlich ist es, glaube ich, sowieso egal, wenn wir als erstes ausschalten. Weil. So, und jetzt muss ich aber hier rüber, ne? Da. Erstmal den hier wieder. Ist der jetzt sicher? Hier unten der hier. Was ist, hast du mich gesehen? Nein. Bin ich mal da dran. Sicher. Ah. Also. Jemand soll nachsehen, was mit 5 ist. Ja, wirklich. Ich überprüfe das.
Komm. Geht der jetzt hin? Das kann ich nicht schlecht besiegen. Aber jetzt kann ich nicht dich holen. Ich werde Psst. LOL, er dreht sich einfach. Und wer war das denn? Und gehört. Hab ich doch gar nicht. Ich muss mich verbessern. Fehler sind hierbei nicht drin. Alter, ich hab mich. So, was ist das? Alles mit Bomben zu tun. Stufe 31. Haben wir mittlerweile wie viele Marken habe ich jetzt wieder? Dann müssen wir als nächstes manchmal das hier. Na, gut, dann nehmt halt nicht das frei, dann haben wir alle. Also dann haben wir alle Spielzeuge. Geil, dann kann ich die nicht auch mal